Ja, liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ja, und da sind wir im Lager der Belagerer. Hier gegenüber ist Heimberg und ja, mal sehen, ob hier Meister Pfeiffer in der Lage ist, einen Tribock zu bauen. Dazu kommen wir gleich. Erstmal werden wir uns mal mit den Hintergründen beschäftigen. Tribock und... bleiben wir mal beim Tribock gleich. Ist doch sehr in Ordnung. Also der Tribock war eine Belagerungswaffe, die gegnerische Truppenformationen zerstreuen und Tore sowie Befestigungsanlagen einreißen konnte. Er sah zwar wie ein Katapult aus, doch sein Mechanismus funktionierte anders. Die Hauptvorrichtung umfasste einen Hebelmechanismus mit einem Gegengewicht auf der einen Seite und einer Projektilschlinge auf der anderen Seite. Das Gegengewicht setzte den Wurfarm in Bewegung, der das Geschoss, meist ein geschliffener Stein, bis zu mehrere hundert Meter weit entlang seiner ballistischen Flugbahn katapultierte. Abgesehen von Steinen konnte der Tribock auch mit brennenden Strohballen, Leichen oder Fässern voller Exkremente geladen werden. Der Nachteil dieser Waffe war ihr langer und anspruchsvoller Nachladevorgang. Ja, da können wir gespannt sein, was hier, womit er hier geladen wird. Aber eine andere Sache war hier noch neu dabei, nämlich Kampftechniken. Während des Hochmittelalters kamen sowohl neue Kampftechniken als auch neue Waffen und Rüstungen auf. Der Krummsäbel gewann an Beliebtheit und Kettenhemden wichen Plattenrüstungen. Ritter gewöhnten sich an schwerere Langschwerter sowie an Armbrust- und Hiebwaffen wie etwa Streitkolben, Flegel etc. Nur ein reicher Adliger konnte sich einen vollständigen Harnisch leisten. Daher bot die Rüstung meist nur Teilen des Körpers Schutz und man verließ sich bei der Verteidigung eher auf gute Kampftechniken. Dementsprechend entwickelte sich der Kampf in zwei Richtungen. A. Ritterlicher Kampf, ausgetragen mit Schwert, Speer und Schild in Ganzkörperpanzerung. Und B. Kampf der Gemeinen, ausgetragen mit Schwert und improvisierten Waffen wie Dolchen, Dreschflegeln, Sensen und Keulen in leichterer Rüstung, wie etwa bei gewöhnlichen Fußknechten. Bei einem Schlagabtausch zwischen einem Kämpfer in Ganzkörperpanzerung und einem Kämpfer mit leichterer Rüstung macht oft Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Gerissenheit den Unterschied, weswegen der Kampf mit Waffen auch für die unteren Gesellschaftsschichten interessant wurde. Mit der Zeit eigneten sie sich in Kampfschulen Fähigkeiten an. Die Ausbildung war nicht besonders professionell und fußte vor allem auf Beweglichkeit und der Bereitschaft, jeden Vorteil abseits von Waffen und Ausrüstung zu nutzen. Es mangelt an genauen Schriftquellen und Beschreibungen von Kämpfen aus dieser Zeit. Daher verlassen sich die Historiker auf bebildertes Material und das, was die Literatur an Informationen hergibt. Okay. Ja, in der Tat, und ob, also zum Beispiel kennen wir ja diese, hier wurde ja auch für diese Schwertkampftechnik oder für die Kampftechniken im Spiel diese eine berühmte bebilderte, ja, Schwertkampfanleitung genommen. Name ist mir gerade entfallen. Inwieweit das aber dann wirklich jetzt die Grundlage war für den praktischen Kampf, da kann man sich, glaube ich, nicht ganz so sicher sein. Ich meinte, das können teilweise auch ideale Vorstellungen gewesen sein. Man weiß es nicht ganz genau, wie das dann wirklich ausgesehen hat. So, wir müssen aber jetzt hier irgendwie helfen. Ich gucke nochmal ins Questlog rein. Wartet mal, haben wir hier... Wir haben noch eine Fertigkeit Vitalität bekommen. Fertigkeitspunkt, den wir verwenden können. Mit letzter Kraft. Du überlebst einen ansonsten tödlichen Treffer und obendrein regeneriert sich deine Gesundheit. Das können wir machen. Oder Berserker mit der Ausdauerregeneration. Oder gesunde Ernährung. Wir haben das jetzt in der letzten Zeit immer hinbekommen, dass wir nicht hungrig oder überfressen waren. Vielleicht, allerdings, ich weiß gar nicht, ob das noch fünf Tage hier... In fünf Tagen muss die Sache doch über der Bühne sein. Wisst ihr was? Wir nehmen mal mit letzter Kraft. Wer weiß. Vielleicht kommt der Moment, wo das nochmal entscheidend wird. Ja, das wollen wir lernen. Ich wollte noch was anderes gucken. Ich wollte in den Questlog gucken, was dazu jetzt steht. So, Hauptmann Robert ist das nächste. Mehr ist hier gar nicht drin. Wo ist er denn? Er hat sich hier verzogen und schaut auf die qualmende Ruine. Hallo, Heinrich. Hallo, Herr Robert. Was soll ich machen? Spitz die Ohren. Feldlager sind eine verzwickte Angelegenheit und kein Vergleich zur heiligen Messe. Momentan herrscht hier Chaos. Die Männer sind angespannt, wie in Käfige gepferchte Bären. Wenn du durch die Lager schlenderst, siehst du es selbst. Überall Stänkereien. Angefangen beim Haferschleim bis hin zu Flöhen.
Sie beklagen sich, die Schenke leer gesoffen zu haben und auf die nächste Ladung Bier warten zu müssen. Es gibt Tote, die bestattet werden müssen. Und viele Verwundete. Darunter auch einer ihrer Herren. Je weniger die Männer murren, desto besser für alle. Doch das Hauptproblem ist ein anderes. Was meinst du? Hast du gehört, was Herr Divish zu Pfeiffer sagte? Unserem Meisterkonstrukteur? Ein wenig, ja. Und was hältst du davon? Okay. Das ist die erste Aufgabe. Hör dich in den Lagern um. Sprich mit Meister Pfeiffer, mit dem Quartiermeister, mit Herrn Divish, mit Hauptmann Bernhard. Alles klar. Ja, aber Pfeiffer wirkte doch unsicher auf jeden Fall. Er sagte, er hätte noch nie einen Tribok gebaut. Ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Aber wenn er dafür so lange braucht, wie er sagt, wir können nicht bis zum jüngsten Tag warten. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde fragen, ob ich ihm helfen kann. Das solltest du unbedingt tun. Ohne Tribok sind wir wahrlich aufgeschmissen. Gut. Wie geht es dir, Herr Robert? Wie wird es mir wohl gehen, Junge? In der Burg räkelt sich ein halsabschneiderischer Halunke in meinem Bett. Zumindest wurde Thalmberg nicht geschleift. Noch nicht. Aber womöglich werden wir das tun müssen, um den Bastard auszuräuchern. Das würde Herrn Divish sicher nicht gefallen. Warum hat er mir wohl das Kommando übertragen? Aber auch mir blutet das Herz. Das ist mein Zuhause. Ob der sich wirklich in seinem Bett räkelt, das möchte ich jetzt mal bezweifeln. Aber gut, das ist wohl eher im übertragenen Sinne gemeint. Wie lässt sich Thalmberg am einfachsten zurückerobern? Am einfachsten? Mit der königlichen Armee auf unserer Seite. Aber die ist jetzt nicht hier und wir können es uns nicht leisten zu warten. Außerdem möchte ich die Burg nicht zerstören, sondern dorthin zurückkehren. Ja, die Burg zu sanieren wäre kostspielig. Wohl wahr, aber kein Tribok ist zielgenau. Die Steine fliegen, wie es ihnen beliebt. Und wenn wir die Burg auseinandernehmen und Sigismund zurückkehrt, macht er kurzen Prozess mit uns. Denkst du, Sigismund kommt zurück? Woher soll ich wissen, was in seinem Schädel vorgeht? Wenn nicht, könnte jemand anders die Gelegenheit beim Schopfe packen. Ich wette, das Chaos hier hat sich bereits herumgesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass so viele ein Auge auf Thalmberg geworfen haben. Wie dieser Havel Medek. Nicht nur auf Thalmberg. Wir ließen nur wenige Männer in Rathai zurück. Wer hindert unsere Feinde daran, die ganze Gegend zu plündern, wenn wir hier scheitern? Machtgierige Bastarde wie Havel oder Toss gibt es in Böhmen zur Genüge. Ja, man merkt, wie dünn, wie soll ich sagen, die Decke des Friedens ist in solchen Zeiten oder vielleicht allgemein, wenn die Staatsmacht, ich drücke es mal so aus, sozusagen das Gewaltmonopol nicht mehr in der Hand hält, dann geht's rund. Wie könnten wir durch das Tor gelangen? Vom Tor aus führen Stufen auf den Wehrgang und ich weiß nicht, wie Ishtwan sie schützen wird. Und wir müssten zuerst durchs Fallgatter. Ein großer Sturmbock könnte es durchbrechen. Aber wie kommen wir so nah ran? Wir werden es wohl in Brand stecken müssen. Reisig aufhäufen und anzünden? Reisig, Nutzholz. Alles, was brennbar ist. Mit so viel Pech getränkt wie möglich. Die Köhler hier haben bestimmt welches. Und falls das Tor nicht niederbrennt, so wird es zumindest geschwächt und wir können es leichter durchbrechen. Genau. Okay, da ahne ich schon die nächste Aufgabe auf uns zukommen. Pech bei den Köhlern zu besorgen. Was ist mit der Mauer? Welche Seite ist die schwächste? Die Süd- und die Ostseite sind massiv. Es wäre sinnlos, es dort zu versuchen. Die Nordseite ist am besten zu verteidigen. Und die Westseite... Dort haben wir es versucht und mussten ganz schön einstecken, was? Aber wir werden es wohl wieder versuchen und es diesmal besser machen. Na gut. Schade, dass sie sich nicht länger in Vranek verschanzt haben. Dort wäre es viel einfacher gewesen. Toss ist ein listiger Fuchs. Wenn er alle seine Männer dort gehabt hätte, wäre es ein Massaker geworden. Vielleicht haben wir bloß gesiegt, weil er mit den meisten seiner Männer bereits verschwunden war. Okay, wir können trotzdem nochmal nach den Schwachstellen von Thalmberg fragen. Dürfte ich dich nach den Schwachstellen von Thalmberg fragen? Um ehrlich zu sein, hat Thalmberg viel zu wenige Schwachstellen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das eines Tages bereuen werde. Gut, aber hier kennen wir schon alles. Schade, dass sie sich... Toss ist ein... Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Nun, wir benötigen Pech. Ich weiß, dass du mit den Köhlern zu schaffen hattest. Wohl wahr, ich kenne ein paar. Dann sieh dich in der Gegend um. Falls du welches auftreiben kannst, bring es unserem Quartiermeister im Lager beim Steinbruch. Alles klar, erster Auftrag. Oder was heißt erster? Einer von vielen, ein weiterer. So, gut. Und Übung. Wir können mal gucken. Kannst du mir zeigen, wie... Selbstverständlich. Stufe 15. Ich will einen Meister. Es ist noch kein Meister. Okay, das können wir noch nicht. Ich denke...
Das andere interessiert uns nicht. Damit haben wir die Sache mit Robert besprochen. Als erstes, wir haben hier so viele Sachen zu tun, die vermutlich auch mit Auftreten und Kommunikation zu tun hat. Deswegen werde ich hier mal wieder uns in edle Kleidung, herumlaufen lassen. Popon ziehen wir an und den Popon des Leiperadels darunter. Sehr schön. Das ist doch wunderbar. Die Lederhandschuhe, die behalten wir mal. Und dann kommen die verzierten Beinlinge. Modische Schlappen passen jetzt für das Lagerleben nicht so. Wir sind nicht in der Stadt. Deswegen nehme ich mal die edlen dunklen Stiefel dazu. Aber Halskette, Silberring und Sporen, das muss sein. So, die Kettenhaube, die wollte ich eigentlich nicht. Die passt nur gar nicht. Alles klar. So werden wir uns hier durch die Welt bewegen im Moment. Und dann gucken wir nochmal ins Questlog, was ich jetzt hier getan habe. Nee, vor allem gucken wir mal auf die Karte, wo sich jetzt was befindet. Also, hier direkt in der Nähe ist Pfeiffer, das ist klar. Da drüben ist das andere Lager mit Herrn Divish, das haben wir schon gesehen. Hier sind die Köhler, da waren wir schon. Da hinten ist noch ein Banditenlager, was wir erledigen können. Aber das ist jetzt vielleicht nicht so zwingend, müssen wir gucken. Quartiermeister und Hauptmann Bernhard, die sind dort. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu Pfeiffer. Achso, und wir sollen mit den Leuten ja überhaupt reden in den Lagern. Naja, sprechen wir mal mit Pfeiffer. Wo ist der denn jetzt? Da. Hier, schätze ich mal, soll der Tribok aufgebaut werden. Er guckt sich hier die Stelle schon mal ganz kritisch an und weiß nicht so richtig, womit er anfangen soll. Gott sei mit dir, Junge. Das kann ich für dich tun. Herr Robert schickt mich. Er sagte, du müsstest einen Tribok bauen. Ganz recht. Einen Tribok, der die Mauern Tallenbergs einreißt. Ich, ein Bergbaukonstrukteur. Das weiß ich schon über Kriegsgerät. Alleine schaffe ich das nie. Ich würde dir ja gerne helfen, aber wie? Ich weiß auch nichts über Tribocke. Genau genommen gäbe es schon einen Weg. Konrad Kieser kam kürzlich nach Sasau. Wenn du ihn herbringen könntest, würdest du meine Haut retten. Okay. Konrad Kieser? Wer ist das? Ein Gelehrter, der Medizin studierte, aber auch Belagerungswaffen entwirft. Er war sogar an der Belagerung von Nikopolis beteiligt, zusammen mit Sigismund. Von dem war, glaube ich, schon mal die Rede. Zusammen mit Sigismund? Nicht so schnell. Nach der Schlacht stritten sie sich, weil Konrad ihm die Schuld für die Niederlage gab. Das hat ihm wohl nicht so gut gefallen. Ganz recht. Deshalb wurde Konrad aus Prag verbannt und ließ sich in der Burg Bettler nieder. Verbannt? Wie ein gewöhnlicher Verbrecher? Als ehemaliger Höfling, Arzt und Meisterkonstrukteur ergeht es ihm nicht ganz so schlecht. Mir kam sogar zu Ohren, dass er weise Männer um sich geschart hat, mit denen er an einem Buch schreibt. Aber was macht er hier in Sasau? Er wurde hergeschickt, um beim Bau des Klosters zu helfen. Zweifelsohne mussten sie dafür tief in die Tasche greifen. Okay, eine berühmte Persönlichkeit arbeitet da sogar mit. Und wie soll ich ihn hierher bekommen? Entführen? Nun, nur im äußersten Notfall. Wir brauchen seine Hilfe. Versuch mit ihm zu sprechen. Allen Berichten nach hasst er Sigismund. Aber du bist ein Konstrukteur. Kannst du den Tribok nicht selbst bauen? Ist das dein Ernst? Weißt du, wie kompliziert so eine Belagerungswaffe ist? Welche Kräfte dort am Werk sind? Wenn wir Glück haben, feuert der Tribok gar nicht erst. Aber vermutlich wird er sich selbst zu Kleinholz verarbeiten und uns anstelle des Feindes töten. Okay. Scheint wirklich kompliziert zu sein. Natürlich helfen wir. Ich tue, was ich kann. Hab Dank, Heinrich. Vielleicht bauen wir den Tribok doch noch. Mach's gut. Okay. Genie und Wahnsinn heißt diese Quest. So, das ist also die nächste Aufgabe. Wir haben noch Sasau und dort Konrad Kieser aufsuchen. Okay. Weg! Gott sei mit dir. Ich rede jetzt mal mit den Leuten hier. Wie stehen die Dinge? Ich danke Gott, dass ich am Leben bin. Ich ebenso. Andere hatten weniger Glück. Mach's gut. Gut, das war nicht sehr ergiebig. Da oben habe ich noch welche gesehen. Was ist denn das hier für ein schönes Zelt? Ja gut. Wir wissen vermutlich, wird hier Divish... Wer? Robert oder Harnisch, wer auch immer hier sein Hauptlager aufgeschlagen haben,
Wie sieht's aus? Sattheit 81. Ja, was ist denn mit dir los? Gott schenke dir Gesundheit. Wie kann ich helfen? Wie stehen die Dinge? Ich bin besorgt. Ich bete, dass Herr Divisch diese Halunken erwischt. Ich will nicht, dass irgend so ein Fremdling über uns bestimmt. Ja, ich glaube, niemand will einen diebischen Bastard als Herrn. Auf bald. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Wie geht es dir? Warte, du warst beim nächtlichen Überfall dabei, oder? Ein Jammer, dass er im Sande verlaufen ist. Dann wäre es jetzt schon vorbei. Das denke ich auch. Aber wir müssen auf Gottes Plan vertrauen. Ja, und um Erlösung beten. Mach's gut. Okay. Gut. Da drüben sind noch ein paar Soldaten. Vielleicht haben die noch irgendwelche Sorgen. Gott sei mit dir. Wie geht es dir? Bin besorgt. Hab ein schlechtes Gefühl bei all dem. Inwiefern? Weiß auch nicht. Bauchgefühl. Als ob ich was Schlechtes gegessen hätte und scheißen müsste. Oder habe ich vielleicht wirklich was Schlechtes gegessen? Mach's gut. Tja, wer weiß. Vielleicht sind das auch die Probleme schlechte Versorgung. Okay, ich würde sagen, jetzt reiten wir mal hier auf die andere Seite. Zu Herrn Divisch und seinem Lager. Da müssen wir irgendwie an der Burg vorbei. Mal gucken. Ja. Ja, das ist hier nicht der beste Weg für Jenda. So, beschießen sie uns hier? Ne, die Vorburg ist ja noch unbesetzt. Ah, schaut mal, da schleichen die sich unsere Leute irgendwie durch die... Ah, das ist aber cool gemacht, dass sie nicht von gegnerischen Pfeilen getroffen werden. Sind die Wächter hier etwas vorsichtiger? Gut, wir werden jetzt hier mal ganz schnell vorbeireiten. Auf ein so schnell sich bewegendes Ziel werden die hoffentlich nicht feuern. So. Ach, schaut mal, hier kommen wir lang. Da drüben ist schon das Lager von Divisch. So, dann sprechen würde ich sagen erstmal mit Divisch. Bevor wir mit den Leuten reden. Wo ist er denn? Er steht und schaut sehnsüchtig auf seine Burg. Ich frage mich, weshalb? Wegen der Burg selbst oder wegen Stefanie, die dort Gott drin sei mit dir, Heinrich. Noch ausharren muss. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Wie fühlst du dich, Herr Divisch? Wie geht's der Schulter? Ging mir schon besser, Junge. Ich fühle mich schrecklich und meine Schulter schmerzt. Lass deine Wunde versorgen und dir geht es bald besser. Das ist es nicht. Ich fühle mich einfach... Heinrich, kannst du mir einen Gefallen tun? Was benötigst du, Herr? Ein Pfarrer und ein Arzt. Der nächste ist in Rovna. Aber ich weiß nicht, was aus ihm wurde. Und dann gibt es einen in Uschitze. Wie hieß er noch gleich? Godwin. Aber wozu benötigst du einen Pfarrer... Die Wunde wird heilen, insbesondere wenn ein Mönch sie versorgt. Es geht nicht um mich. Viele der Männer werden den morgigen Tag nicht erleben und all die Toten. Ich muss beichten. Lebe wohl. Finde ein Priester, der gewillt ist, nach Thalberg zu kommen? Okay. Aber warum werden sie die Nacht nicht überleben? Bitte ein Heiler aus dem Kloster nach Thalberg zu kommen. Alles klar, zwei Sachen. Gott sei Dank, das ist schön gemacht. Man kennt sich ja jetzt hier in der Gegend aus. Man weiß in etwa, wie man ansprechen kann und muss. Ich werde, auch wenn wir uns nicht richtig gut verstanden haben, am Ende, glaube ich, Godwin ansprechen aus Uschitze. Können wir vorstellen, dass der für so eine Aufgabe bereitsteht. Aber der Plan, soll heute Nacht irgendwas stattfinden? Oder meint er wegen der Verletzten oder so? Alles möglich. Ich spreche mal wieder mit den Leuten hier, mit drei Vieren. Was passiert hier? Was ist mit dir los? Gut, hier habe ich aber nichts Neues. Lass mich nächstes Mal schlafen. Ach, schaut mal, hier ist Hans. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Wärst du lieber in Rathai geblieben, anstatt diesen nächtlichen Ausflug beizuwohnen? Du beliebst zu scherzen. So viel Spaß hatte ich nicht seit... Wie ist dir, Heinrich? Noch nie.
Wirklich? Trotz deiner Blessuren? Eigentlich hast du das Beste verpasst, als ich dich wie einen Getreidesack zu den Zinnen schleppte und dich alle für tot hielten. Kann nicht so toll gewesen sein, wenn ich eingeschlafen bin. Und du hättest behutsamer sein können. Ich bin überall grün und blau. Ja, na gut, dann überlasse ich dich nächstes Mal einfach Ishtvan. Red keinen Unsinn. Was tätest du ohne mich? Dennoch danke, dass du mich da rausgeholt hast. Jederzeit wieder, mein Herr. Auf bald. Auf bald. So, was mit dir? Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Alles Gute. Auch hier nichts Neues. Haben nur die Anführer irgendwelche Sorgen? Das wundert mich. Gott sei mit dir. Ich denke, die Leute sind alle so frustriert. Wie geht es dir? Ich wünschte, es wäre endlich vorbei. Ja. Lass uns für ein schnelles Ende beten. Ist meine erste Belagerung. Hab gehört, das kann Wochen und Monate dauern. Möge Gott über dich wachen. Aber der Haferbrei mit Schmalz ist auch nicht übel. Wenn der Speck erstmal alle ist, wird's schlimmer. Müssen dann vielleicht zu Kohl übergehen. Red nicht mal davon. Kohl ist nur zu was gut, wenn er hilft, ein schönes Stück Fleisch zu verdauen. Allein bekommt man bloß Bauchweh. Also lass uns hoffen, dass es saftiges Fleisch dazu gibt, wenn sie anfangen, Kohl zu verkochen. Sich an die Hoffnung zu klammern, ist was Feines. Sprich gern ein Gebet, damit's was wird. Oder wir nehmen es selbst in die Hand. Vielleicht wild? Hier gibt's Wälder zur Genüge. Wollen wir uns ein bisschen umsehen gehen? Ja. Wartet mal. So geht das nicht. Was? Was zum... Wie geht es dir? Alles ein Haufen Scheiße. Ein guter Freund von mir ist tot. Tut mir leid, das zu hören. Ich bete, dass wir jeden einzelnen von den Hundlingen töten. Vielleicht gibt mir das Frieden. Okay. So, die gehen jetzt wildern. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Nö. Die haben nur gesagt, okay, lass uns das machen. Aber sie machen es dann noch nicht. Ach, auch immer schön, wenn von den Hundlingen die Rede ist. So, was haben wir hier? Möge Gott dich behüten, Heinrich. Wie steht es um dich? Sie haben meinen Mann getötet. Was tue ich jetzt ohne ihn? Das tut mir schrecklich leid. Möge Gott seiner Seele Frieden schenken. Gott schütze dich. Gut, hier gibt es wohl nichts Neues. Wartet mal, können wir uns einmal erfrischen? Ja, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Okay, Leute, was machen wir als nächstes? Ich würde mal sagen, wir sind ja hier durchaus in der Nähe. Wir könnten jetzt direkt mal zu den Köhlern reiten und dann vielleicht sogar nach Uschitze, um dort mit dem Priester zu sprechen. Ja, um die ersten Sachen schon so ein bisschen abzuarbeiten. Wäre vielleicht nicht schlecht. Wie spät haben wir es? Es ist noch früh am Tag. Okay, ich muss mal kurz mal den Weg einprägen hier. Die erste links und dann irgendwie immer geradeaus. Gut, kriegen wir hin. Ja. Ja. Die Köhler kennen wir ja schon. Die werden sich hoffentlich erinnern an uns. Und die Kumanen sollten wir hier doch alle langsam alle erledigt haben. Aber da sind immer noch irgendwelche Banditen. Oh Mann. Warte mal, jetzt bin ich, glaube ich, zu weit geritten. Ne, wir sind richtig. Also, dass die Lager dann immer noch wieder besetzt sind mit anderen. Direkt in unserer Nähe. Auch ein bisschen komisch. So, ihr lieben Köhler, ich brauche Pech. Wo ist denn hier euer Anführer? Da, da haben wir den Wortführer. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ich bin auf der Suche nach Pech für Talmberg. Jetzt schon? Was ist mit dem, das wir bereitgestellt haben? Keine Ahnung, und das spielt auch keine Rolle. Habt ihr welches oder nicht? Ja, es gab einen Käufer, aber der hat sich schon eine Weile nicht mehr blicken lassen. Wozu brauchst du es? Eine Bande Briganten nahm Talmberg ein und wir belagern es nun. Wir könnten das Pech gut gebrauchen. Oh, das ist nicht bis hierher durchgedrungen. Na schön, nimm es. Du hast uns damals mit diesem Rotschopf geholfen. Und immerhin ist es für unseren Lehnsherrn Divish, nicht? Wenn du es selbst schleppen willst, nur zu.
Ich kann aber auch jemanden holen, der es euch bringt. Hab Dank. Gott segne dich. Mach's gut. Okay, sehr schön. Wir können dem Quartiermeister sagen, dass jemand das Pech abholen soll. Prima. Dann ging das ja einfach und er erinnerte sich sehr gut. Wir haben hier einen guten Ruf. Okay, dann würde ich sagen, nutzen wir die Zeit und reiten als nächstes nach Uschitze, wo wir dann mit dem Priester sprechen können, ob der hier nochmal uns hilft. In Talmerk, beziehungsweise nicht uns, sondern natürlich Divish. Ich denke, das wird er machen, so wie ich ihn einschätze. Ein bisschen Abwechslung, da wird er nichts Nein sagen. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinball.